Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Was? Ja, wir sollen zum Papi. Ich glaube, der ist jetzt da drinnen. So. Und, werden Bericht erstatten. So. So. Dahin, okay. So. Und jetzt? Licht ist nicht an, aber jetzt. Da hoch, okay. Okay. Dann hier, dann runter. Den Gang kennen wir ja schon, ne? Da waren wir ja schon mal. Hallöchen. Papi ist da oben. Gut. Also, Sohnemann. Der Vater ist da oben, so wollte ich sagen. Sohnemann, hallo. Alles erledigt? Hast du den Sender modifiziert? Jo. Yep. Reaktor. Zur Sache kommen. Er ist bereit. War nicht schwierig. Reaktor. Aber was ist mit dem Reaktor? Die ersten Tests wurden beendet. Alle Werte im normalen Bereich. Ja, ich glaube, wir sind bereit. Ich überlasse dir die Ehre. Auf diesen Moment, meine Freunde, ich danke dir. Haben wir alle hingearbeitet. Nach all euren Mühen ist die Zeit gekommen, den Reaktor endlich zu starten. Nie wieder müssen wir Kompromisse eingehen, um zu überleben. Nie wieder müssen wir uns um Ressourcen Sorgen machen. Meine Mutter und ich sind unglaublich stolz auf das, was wir geleistet haben. Und wir freuen uns darauf, in Zukunft noch Größeres zu leisten. Jetzt ist das Institut wirklich die Hoffnung der Menschheit. Danke. Danke euch allen. Gut, danke, Masson. Moi. So. Reaktor aktivieren. Vielleicht können unsere Sins des Commonwealth eines Tages zurückgewinnen. Vielleicht, ja. Schau. So, und jetzt? Ich bin froh, dass du hier bist, um das mit mir zu teilen. Oh. Übrigens, für den Fall der Fälle, dass Leute das Spiel nicht kennen, ne? Der Schnucki hier ist unser vermisster Sohn. Den wir mit... ich glaube, 1 oder 2 Jahre alt war, ne? Als wir ihn verloren haben und wir mussten feststellen, dass er der Anführer des Instituts ist. So. Nur mal so am Rande. Warnung, hohes Strahlniveau in der Reaktorkammer wahrscheinlich. Vor Betreten aktuelles Strahlniveau prüfen. Verwendung von Schutzkleidung wird unabhängig vom Strahlungsniveau dringend empfohlen. Reaktorstatus. So, Strahlungsniveau im Reaktor. Achtung, Vorsicht beim Betreten des Reaktors, unabhängig vom Strahlniveau. Ja. Und was noch? Oh, Entschuldigung. Reaktor-Startsequenz einleiten. Ja, bitte. Reaktor-Startprotokoll aktiviert. Äußerste Vorsicht beim Betreten des Reaktors. So. Mein Sohn. Und jetzt? Nach all den Jahren harter Arbeit sind wir da. Wir sind angekommen. Sieh dir an, was du ermöglicht hast. Und jetzt? Job erledigt. Zustimmen, widersprechen. Und das machen wir jetzt? Was steht als nächstes für das Institut an? Dazu kommen wir noch. Es gibt noch mehr Arbeit, bevor die Zukunft des Instituts gesichert ist. Das Direktorat hat eine Besprechung zum weiteren Vorgehen einberufen. Du solltest als neuer Direktor daran teilnehmen. Okay. Na dann, gehen wir's an. Nach unten, ne? Nach unten, dann dahin, dann dorthin. Kein Grund zur Häme. Entschuldigung. Ich weiß sehr wohl, dass ich verloren habe. Lasst mich mal vorbei, ha? Bitte. Um einen Außenstehenden als neuen Direktor zu akzeptieren. Ach, das haut schon hin. So.
Badam, runter, rauf. Ich muss zugeben, die Gen 3 Synths sind schon was Besonderes. Jo. Und raus hier. So. Sehr, sehr gut. Die anderen werden deine Ernennung sicherlich in Frage stellen. Lass dich davon nicht. Ja, ja, das sollen die Klappe halten, also die eifersüchtigen Leute. Ja, ich werde euch anführen. Ja, das kommt wahrscheinlich schneller, als euch lieb ist. Ja. Hast du es bemerkt? Ich habe die Reaktionszeit der Synths um 0,04% verbessert. Ja, super. GZ. Das ist, eine... Ja, das ist eine Meisterleistung, wollte ich sagen. So, wo ist es, dieses Ding? Wo, wie komme ich da jetzt hin? Wo ist das zum Besprechen? Hast du J522 gesehen? Er ist heute nicht zum Dienst erschienen und ich kann ihn nicht finden. Warst du in Gruppe? Ist wahrscheinlich ober uns, denke ich mir. Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Sünd in Libertalia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ist, wo er gehört. Da rein. Rauf. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Fällt das auf? Noch weiter nach oben? Da war's, genau. Darf ich dich als Erste willkommen heißen? Wir freuen uns auf die Arbeit mit dir. Jawohl. So, ich bin überladen, ich weiß. So, dann setzen wir uns mal hin, weil mit der Powerrüstung geht das nicht. Hallöchen. Ja. Bin sehr erfreut. Und jetzt? Warten, bis die anderen da sind, wahrscheinlich. Ach ja, das könnte dauern. Ah, da kommt schon jemand. Glaube ich. Da-da. Barara. Ach ja, ach ja. Okay, der geht auch nur vorbei. Ja. Welche Art von Arbeit? Zur Sache kommen. Froh, hier zu sein. Sei nicht so herablassend. Welche Art von Arbeit steht denn genau an? Normalerweise begutachtet und genehmigt das Direktorat die Forschung in den Abteilungen. Heute sind wir aber aus einem anderen Grund hier. Heute sind wir hier, weil es Zeit wird, sich endlich zu erheben und für uns selbst einzutreten. Nicht so dramatisch, Justin. Daran ist nichts dramatisch. Wir sind in der Position, etwas zu bewegen, uns zu behaupten. Darüber haben wir immer wieder geredet. Wer es noch nicht mitbekommen hat, offensichtlich gibt es im Commonwealth Gruppen, denen die Ziele des Instituts nicht gefallen. Da der Reaktor in Betrieb ist, können wir nicht nur die Synths-Produktion erhöhen, sondern auch wesentlich mehr Macht ausüben. Was ist das Ziel? Verteidigung, Leben verbessern, Krieg führen. Was ist das Ziel? Welches Ziel verfolgt das Institut? Also, das Direktorat hat beschlossen, dass Schritte nötig sind, um unsere Sicherheit auf lange Frist zu garantieren. Reden wir nicht um den heißen Brei herum. Das Direktorat hat beschlossen, dass die stählerne Bruderschaft vernichtet werden muss. Als zukünftigen Direktor wollten wir dir unsere Entscheidung mitteilen und deine Gedanken dazu hören. Also, was meinst du dazu? Abwarten, was passiert. Konflikt vermeiden, angreifen, Gewalt einschränken. Abwarten, was passiert. Sollten wir nicht erst mal warten? Die Ankündigung wirken lassen, bevor wir handeln? Das wäre dumm. Beide Gruppen haben ihre Absichten klargestellt. Wenn wir nichts tun, geben wir ihnen nur Zeit, um sich vorzubereiten. Wir alle stimmen überein, dass wir handeln müssen. Als Direktor entscheidest du, wohin wir unsere Anstrengungen lenken. Wir würden gern wissen, welche Richtung wir einschlagen sollen. Erhöhen wir die Synth-Produktion oder konzentrieren wir uns auf die Waffenentwicklung? Ergebnisse, überrasche mich. Synth-Produktion, Waffenentwicklung, Ergebnisse. Wie würde das Ergebnis aussehen? Ich will die Entscheidung nicht leichtfertig treffen. Wenn wir die Synth-Produktion erhöhen, können wir mehr von ihnen zu unserer Unterstützung im Commonwealth einsetzen. Durch Waffenentwicklung würden unsere bisherigen Waffen verbessert und die Synths wären im Einsatz effektiver. Welche Richtung würdest du denn bevorzugen? Boah. Wow.
normalerweise Sündproduktion, weil wenn es mehr von denen gibt, ist ja wurscht. Wenn jetzt, sagen wir, 20 auf ein Ziel schießen, ist er schneller hin, als wenn es einer tut mit einer besseren Waffe, ne? Sünds sind die größte Produktion. Stärke des Instituts. Je mehr wir davon haben, desto besser. Gut gesagt. Ich werde die nötigen Schritte veranlassen. Das wäre erstmal alles. Ich glaube, Vater möchte sich mit dir nach der Besprechung noch unterhalten. Ganz offen? Ich stimme Vater nicht zu. Alles klar. Akzeptiere aber die Entscheidung. Aktivierung. Na dann stimmen wir halt mal auf. So. Horuk. Wieder in die Powerrüstung, damit wir etwas schneller gehen können. Wir sind ja leicht überladen. Endstation. Sprich mit Vater. Wir machen große Fortschritte. Dank dir. Das hoffe ich doch. Jetzt ist die Frage, wo ist er denn? Ah, ist er wieder in dem Raum da unten? Wahrscheinlich, ne? Dann ist er gar nicht hier. Tap, 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 tap. Geradeaus. Leicht den Weg einschlagen. So, und hier lang wieder. Das ist ein bisschen lästig. Dank des neuen Reaktors. Servus. Ja. Ja, gleich abgewürgt. Ja, ist gut. Ich habe da ist er ja. Hallo, Papi. Da bist du ja. Du hast dich mit dem Direktorat getroffen. Ich schätze, die Absichten sind klar. Es war schwierig für sie, sich für den gewaltsamen Weg zu entscheiden. Und du? Stimmst du ihrer Entscheidung zu? Ich sag deshalb Papi zu ihm, weil er heißt ja der Vater, ne? Das ist mein persönlicher Kosename für ihn. Nicht, dass ihr euch wundern tut's. Wahrscheinlich tut's ja auch schon länger wundern. Aber er heißt halt eigentlich Sean und ist mein Sohnemann. Jo. Aber da Vati, also Vater heißt, ist halt Papi mein Spitzname für ihn. So, wann haben sie sich entschieden? Keine gute Antwort. Das ist das Richtige. Das ist ein Fehler. Wann haben sie sich entschieden? Wann haben sie sich zu diesem Vorgehen entschlossen? Das Luftschiff der Bruderschaft war der letzte Strohhalm. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wir... Du kannst es dir nicht leisten, das alles zu verlieren. Es ist kein Geheimnis, dass du mit der Railroad zusammengearbeitet hast, um zum Institut zu gelangen. Es wurde oft hinterfragt, wie stark du dort wohl involviert warst. Du kannst dir sicherlich denken, von wem. Die Frage ist... Wie ist jetzt dein Verhältnis zu ihnen? Zählst du sie zu deinen Verbündeten? Ist das wichtig? Ist nicht wichtig. Sie sind Verbündete, bedeutet mir nichts. Ist das wichtig? Auf was willst du hinaus? Das ist doch wohl offensichtlich. Damit die Position des Instituts im Commonwealth gesichert ist, muss die Railroad ausgelöscht werden. Vollständig. Als wichtigster Agent an der Oberfläche... Und als jemand, der bereits Kontakt mit der Railroad hatte, bist du am besten geeignet, diesen Auftrag auszuführen. Worauf ich hinaus will, ist, bist du bereit, sie zu vernichten? Jo, notwendig. Eine Alternative, jo, ja, gehen wir's an. Gut, gut. Ich bitte dich nur ungern, dich in Gefahr zu bringen, aber diese Sache ist sehr wichtig. Ich weiß. Das hatten wir bei der Bruderschaft auch schon. So, ich muss hier raus. Da vorne. Ah, ich kann mich gleich boarden. So schaut's aus. Die arme Railroad, ne? Die kann einem voll leid tun. So, lala. So, lala. So, lala. La, so, lala. Badabam, bam, 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 bam. So. Carrington will mit dir reden. Hörte sich wichtig an. Okay. Bitte, arbeite mit uns zusammen, nicht mit den Minutemen. Es geht um das Leben einer Menge Synths. Partei für Minutemen ergreifen. Ja. Minutemen treu. Natürlich bin ich enttäuscht. Aber hoffentlich kommst du noch zu Sinnen. Das Schicksal der Synths hängt davon ab. Und tschüss.
komme nach Hause. Müsste passen, oder? Jupp. Passt. So. 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 Das wäre sehr nett. So. Und du auch. Das ist wie beim Switchboard. So, bam. Hätten wir da was machen können jetzt? Wäre es jetzt anders gelaufen? Nö, oder? Schaut nicht so aus. La, 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 la. Sind wir fertig? Ah, da unten ist noch jemand. Ich glaube, jetzt sind wir fertig. Passt. Tschüss. So, ich glaube, wir können wieder zurück, ne? Oder? Ja, da geht's aber noch nicht, oder? Doch, es geht. Ach, so ein Glück. Natürlich geht das. Wunderprächtig. Bravo, bravo, bravo. Sehr, sehr gut. So, lala, so, lala, so, lala, la, rabarabam. Dilim, dam, didudelidum. So, wir sind wieder da. Hurra, hurra. Hä? Fatih? Sean? Der ist oben, oder? Ich hoffe, dass er oben ist. Dam, didel, didel, die, dam, dada. Schaut danach aus. Dam, didel, didel, dadam, dada. Die Arbeit ist also so, getan. Fertig. Tut mir leid. Ich ja. weiß, dass es nicht einfach für dich war. Oh, es geht. Erledigt, spielt keine Rolle. Es war hart, kein Problem. Erledigt? So sicher wie er eben sein können. Das war immer ein loses Netzwerk. Aber da jetzt die Schlüsselfiguren fehlen, es kann sein, dass sie eines Tages wieder da sind. Aber das wird Zeit kosten. Es gibt offensichtlich eine letzte Bedrohung, der sich das Institut stellen muss. Bedrohung? Sarkastisch. Wir schaffen das. Nimmt kein Ende. Bedrohung? Was für eine letzte Bedrohung ist das? Nun, vielleicht ist sie am Ende doch nicht so offensichtlich. Die stählerne Bruderschaft ist von Technologie besessen und hat gezeigt, dass wir nicht friedlich zusammenleben können. Sie wird sich irgendwann von uns das holen wollen, was wir über lange Zeit geschaffen haben. Wir müssen sie vernichten, bevor sie uns vernichten. Sie vernichten? Riskant. Zustimmen. Widersprechen. Sie vernichten. Sie vernichten? Was meinst du denn genau damit? Damit meine ich, dass wir alle Streitkräfte der Bruderschaft im Commonwealth zerstören. Aber das Problem mit der stählernen Bruderschaft geht über die Grenzen des Commonwealth hinaus. Es reicht nicht, sie hier zu vernichten. Es gibt von ihnen noch mehr auf der Welt. Und auch sie werden uns angreifen. Plan? Sie werden nicht wiederkommen. Das gelingt uns wieder. Wir sind die Dummen. Plan? Ich will lieber gleich verhindern, dass es überhaupt so weit kommt. Wir werden ihnen zeigen, dass sich die von ihnen so hochgeschätzte Technologie gegen sie wenden wird, wenn sie sich mit uns anlegen. Wir zeigen ihnen, dass wir aus dem Nichts erscheinen können, wenn wir wollen, und sie uns niemals aufhalten werden. Sie werden sich hüten, sich jemals wieder mit uns anzulegen. Angreifen, unsicher, überzeugt. Wird nur schlimmer. Angreifen? Es gibt einen Plan, der etwas umfangreicher ist als das. Dr. Lee erwartet dich bereits in ihrem Labor. Sie wird dir alles Weitere erklären. Die Zeit drängt. Alles klar. Brit went down. Die Breedwin sprengen? Hör auf! Echt wahr? Alter! Puh! Na? Nicht so, ne? Wo? Ah, da unterhalb, ne? Da der Reaktor endet, bip, bip. Ist, sollten wir vielleicht über den Ausbau der Virus. Ja.
Mir wird es nicht fehlen, dass ich die Leute über zu wenig schnell. Ja, ja. So, hüpf. Sehr, sehr gut. Endlich haben wir Dr. Lee. Energie, um den die Bedarf zu decken. Die überschüssige Energie dürfte zu höherer Effizienz Dr. und Produktivität führen. Liberty Prime. Bruderschaft vernichten. Es ist an der Zeit. Nichts. Liberty Prime? Liberty Prime zu helfen. Diese Zeit ist also gekommen, richtig? Nun, dann fangen wir besser an. Ormin, komm bitte rüber. Es ist an der Zeit. Was? Jetzt? Ich prüfe noch den Code, den die Robotik geschickt hat. Der Algorithmus ist grauenvoll und noch weit vom Optimum entfernt. So wie es aussieht, läuft uns die Zeit davon. Gehen wir. Wir erklären dir die Grundzüge der Operation, soweit sie feststehen. Dr. Ormin hat die meisten Vorbereitungen getroffen, deshalb wird sie alles erklären. Okay, danke. Ist das wirklich so aufregend oder geht es nur mir so? Du weißt sicher, dass die Bruderschaft ihr Hauptquartier am Flughafen hat, oder? Flughafen? Ja, das ist weiß bekannt, ich. Ja. Okay, gut. Wenn sie weniger intelligent wären, würden wir nicht darüber reden. Wir würden sie einfach mit Synths überrennen. Aber sie sind keine Idioten. Es ist ihnen gelungen, ein EM-Feld zu erzeugen, das unsere Transmissionsfähigkeit lahmlegt. Aha. EM-Feld. Bodenangriff, Synth-Transmission auf das Luftschiff, also vielleicht? Also gelangen wir per Transmission auf das Luftschiff und sabotieren es. Das würde uns nicht nützen. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen ihrem Roboter und dem Luftschiff. Der unmittelbare Bereich um ihr Lager ist sperrgebiet. Doch, die Energie. Aber sie haben nicht den gesamten Flughafen abgedeckt. Wir können dich per Transmission zu einem Punkt am Rand des Flughafens transportieren, sodass du reingehen und die Generatoren deaktivieren kannst. Generatoren, der ganze Plan. Überraschungsmoment, viel zu riskant. Werde ich diese Generatoren erkennen, wenn ich sie sehe? Das solltest du, ja. Sie decken das ganze Spektrum ab. Deshalb sollte es ein großes Lichtspektakel geben. Du hast das Überraschungsmoment auf deiner Seite. Das sollte dir etwas Zeit verschaffen, bevor sie die Verteidigung organisieren. Für jeden Generator, den du ausschaltest, können wir Synths reinbringen, sodass dein Vorteil größer ist. Und, oh, hätte ich fast vergessen. Nimm die hier. Was ist und das? Was ist das? Oh, das wird dir gefallen. Diese Dinger, ich habe noch keinen guten Namen dafür, senden ein Ortungssignal. Dort, wo sie landen, können wir sie anpeilen und Synths per Transmission zu dieser Position bringen. Sollte es notwendig sein, können Synths direkt dort landen. Wir haben nur wenige davon. Also setze sie gut ein. Wirf sie bitte nicht in die Bucht. Okay, Verstärkung, sarkastisch. Ich bin beeindruckt. Spielzeug wird nicht was helfen. Soll die Verstärkung? Sie wird dir mehr Zeit verschaffen, während du das eigentliche Ziel verfolgst. Wenigstens werden sie einige Kugeln abfangen, die für dich bestimmt sind. Deine eigentliche Aufgabe ist, zu Liberty Prime zu toll. Kommen. Du weißt, worum es hier geht, oder? Ja, das wissen wir. Den Roboter kennen wir schon. Richtig. Sie halten ihn für ihre ultimative Waffe. Wir werden Ihnen zeigen, dass er uns gehört. Wir haben unser Wissen gesammelt und Modifikationen vorgenommen, basierend auf dem, was wir glauben, dass Sie in den letzten 10 Jahren damit gemacht haben. Und haben dann, das war meine Idee, das Ganze in einen modifizierten Synth geladen, der den Virus direkt in Liberty Prime pflanzen kann. Der kleine Kerl wird ungeschützt und verletzlich sein. Deshalb musst du ihn im Auge behalten. Sorg dafür, dass er nicht drauf geht, verstanden? Ich werde es probieren. Scheint unnötig. Prime auf unserer Seite. Auf unserer Seite haben wir einen enormen Vorteil. Er wird nicht durch die Gegend trampeln und er wird auch keine Befehle entgegennehmen. Aber seine Waffen und Zielsysteme werden überschrieben. Und er wird ihr Luftschiff als vorrangiges Kommunistenziel im Commonwealth erkennen. Deshalb ist dein Hauptziel einfach. Schlag dich zum Roboter durch und halte die Position, bis der Synth seine Sache erledigt hat. Oh, und keine Sorge, wir holen dich raus, bevor alles in die Luft fliegt. Falls du Fragen hast, stell sie bitte sehr jetzt. Sehr nett. Ansonsten wirst du im Transmissionsraum erwartet. Dann Verstärkung. Plan ich B. Keine na, sonst nichts mehr. Bringen wir es hinter uns. Also gut. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wenn ich daran denke, an der Oberfläche ja, zu leben, danke. Zu leiden, geht es mir hier unten. Ach, so geht's. So schlimm ist es aber nicht. Die paar Viecher, was sind, die bringt man halt um und dann geht's schon wieder. Hat man auch was zu essen, ne? So. Da ist noch was. College Rechtsbüro. Da oben.
Oder was? Oder wie? Das Institut ist mein Leben. Hoffentlich wird es auch deins. Ja, das werden wir sehen. Was muss ich da jetzt machen? Hier bin ich irgendwie nicht richtig. Hä? Was will das von mir? Leute von Kassen sind bei uns eigentlich nicht willkommen. Ich hoffe, du weißt dein Glück zu schätzen. Ja. Hurra. Ist das das hier? Falsch. Nein. Ach so. Ich hatte doch nicht geskillt, genau. Ach, komm schon. Ja, ich hab's eh, aber... Ja. Mann, komm. Lass dich aufsperren. Warte, ich könnte es aber schnell skillen. Dann hätten wir nämlich unsere Ruhe. Zwei LP... Dings haben wir schon. Okay. Hacken, bitte ja. Passt. Hallo. Jetzt. Ja. Jawohl. Bitte. Na mach. Bitte öffnen. Danke. Oh, das ist nur eine Abstellkammer. Lol. Ich dachte, das wäre jetzt... Ja, und wo müssen wir da jetzt raus? Es wird mir angezeigt, als wenn es da oben wäre, aber stimmt ja nicht. College Rechtsbüro. Dinge hatten sich zum Besseren gewandelt, sein Hä? Ist es dann doch da oben? Ich kenne mich gerade nicht aus. Was soll denn der Mist? Ich habe keine Ahnung. K. So, Tachin. Ach so, benutzt den Transmitter. Ach so, okay. Transmitter war... War der nicht da drinnen? Boah, das weiß ich nicht mehr. Na, ist doch draußen. Geh scheißen, Dreck. Gut, Transmitter. Das Gerät im Keller war das, ne? Da muss ich aber zum... Arbeite mit voller Kapazität. Vater ist mehr als nur unser Anführer. Er ist unser Schöpfer. Naja, das scheint schon da zu sein. Leider in Libertalia ein harter Brocken gewesen. Komm jetzt aber gerade nicht mit. Gut, dass du den abtrünnigen Synth zurückgebracht hast. Ja. So, war der nicht unten? Wir probieren mal was. Also jetzt fährt er nach oben. Scheiße, das wollte ich nicht. Den Transmitter. Das wird so komisch angezeigt. Oder passt das eh? Ich bin verwirrt. Na, das scheint schon zu passen. Mach auf den Dreck. Danke. Ach nee, passt schon. Alles okay. Alles gut. So. Passt. So. Lade.
Ja, ja. Der berühmte Ladebildschirm wieder mal. Komm, lad ein bisschen schneller. Bitte. Danke. So. Da vorne sollte es sein. Irgendwo da vorne. Wow. Laufen ein bisschen schneller vielleicht. So. Die Etta ballert auch schon wie ganz fleißig durch die Gegend. Wo ist denn die eine jetzt? Passt. So. Wow. Den Fusionskern nehmen wir mit. So. Und dann soll es hier Reaktoren geben. Überall. Also gut, probieren wir es doch mal hier. So. Ach, komm schon. Ah, ja, ja. Cool. So. Cool. Jetzt bin ich aber irgendwie da hinten. Das ist ja auch nicht richtig. Ach, Mensch, Meier. Komm schon. Schau jetzt. So. Das kann ja auch nicht stimmen, oder? Hä? Das ist ja Blödsinn, das kann ja nicht stimmen. Kontakt verloren! So, weg mit dir. Sind die womöglich oben? Ah ja, da haben wir schon den ersten. Weg. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Der ist auch gleich weg. Alter Schwede. Alter, stirb weg. So, mal was zum Heilen. So, so. Alter. So. Was, die ist auch weg. Wer ist noch? Da ist noch jemand. Da unten sind noch welche. Dann müsste noch wo einer sein. Da drüben. So, wer ist noch? Au, au, au. Da drüben ist noch einer. Okay, der ist noch ganz. Alter. Ah. Na, wo ist denn da wer? Ist auch weg. Drüben ist noch jemand. So,
So, gibt's noch jemanden? So. Jetzt müsste Ruhe sein. Ach je, je. So. Dann gehen wir Reaktor ausschalten, ne? So. Wie geht das? Ah! Ups, Entschuldigung. Lebenszeichen festgestellt. So, das war der erste Streich. Dann müsste da drüben irgendwo noch der zweite sein. Müsste noch welche geben. Wo sind dann noch welche? Okay, da hinten ist mal keiner. Vielleicht hier. So, nachladen. Was trinken? So. Da ist einer. Sehr gut. Passt, dann fehlt nur noch einer. So. Wieder rauf. Oh, 3 von 3 Generatoren. Sehr schön. Erreiche Liberty Prime. Das heißt, den vierten müssen wir gar nicht machen. Das ist alles schlecht. Uah. Lass ich mal kurz da vorbei und so. Danke. Liberty Prime. Dab, 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 dab. Der ist kaputt. Ich hoffe. So, da entlang. Wer ist denn da noch? So. Wer? Nicht zu rantig. So. Transmission abgeschlossen. Virus. Und? Servus, bitte. Leite Transfer ein. Bitte diese Position verteidigen. Kernsysteme werden initialisiert. Ah, da unten ist noch jemand, ne? Da ist es Sünd. Na nü. Da rennt einer. Oder rannte. So, baller, baller. Alter. So. So. Dann da. Dann da. Dann da unten. Mal Hüsten, Hüstelchen. So. Ist denn da noch jemand? Da! So. Wo ist denn hier noch jemand? Da! So. Die Erde ist, glaube ich, da drüben.
Hä? Au, au, au! Von da oben? Ich komme gerade nicht aus. Ah, da ist noch jemand. So. Neue taktische Bewertung. Rot-chinesische Präsenz entdeckt. Luftangriff der kommunistischen Streitkräfte wird fehlschlagen. Wo schießt denn da wer? 7, 3, 9, 5. Vernichtung aller Kommunisten. Und jetzt? Ah, die Bridgewind, ne? Da oben. Musste ich ja zuschauen. Entschuldigung, fast zu spät. Bridgewind ist kaputt. So. Ups. La da 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 Bridgewind down. Abgeschlossen. Atomare Familie. Sprich mit Vater. Ach, okay. Das heißt, wir porten uns wieder. Ich werde jetzt ein bisschen Überlänge wieder machen. Vielleicht können wir das Institut schon abschließen und somit auch gleichzeitig das Ende dieses Let's Plays einläuten. Jo. So. Mir wird wohl nie wieder jemand vertrauen. Lauf. Ach, sieh nicht immer alles so schwarz. Ich denke halt mal, dass Fati, ja, er ist oben. Also, dass schon da oben sein tut. So. Oh nein, er ist im Krankenbett. Hallo, Sean. Sean? Ah, da bist du ja. Ich habe die Neuigkeit erfahren. Aber du wärst ja nicht hier, wenn es kein Erfolg gewesen wäre. Wie gut, dass es funktioniert hat. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Alles gut. Es ist vorbei. Wir sind alle sicher. Hoher Preis. Alles gut. Wie schön, dass du fragst. Mir geht es gut. Mach dir keine Sorgen um mich. Kümmer dich um das Institut. Sorge für die Leute. Das sind alles gute Menschen. Das weißt du. Ellie war dem Institut immer treu ergeben. Und mir. Du kannst dich auf ihre Hilfe verlassen. Sobald ich gegangen bin, liegt alles in deiner Hand. Ach komm. Andere Behandlung? Deinen Platz nicht einnehmen. Ich werde mein Bestes tun. Es gibt noch mehr. Andere Behandlung? Eine andere Behandlung, die dir helfen könnte. Nichts von Dauer. Nein. Das Unvermeidliche ließe sich hinauszögern, aber zu immer höheren Kosten. Ich habe entschieden, dass es das nicht wert ist. Mach dir keine Sorgen um mich. Blick nach vorne. Konzentriere dich auf die Zukunft. Unsere gemeinsame Zeit war seltsam, nicht wahr? Ich habe mich viele Jahre lang gefragt, wie du wohl bist, was wir alles verpasst haben. Du sollst wissen, dass ich dankbar bin für die Zeit, die wir hatten. Im Ernst? Sprachlos. Wie gut, dass ich dich gefunden habe. Mehr Zeit. Nein. Wie gut, dass ich dich gefunden habe. Ich auch. Danke. Mutter, du hast deinem Jungen geholfen, seine Träume zu erfüllen. Ich glaube, ich möchte jetzt schlafen.
Sean verloren. Ach, Sean. Kann von vorne anfangen. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Vor den Bomben. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Und die Zukunft, die man für sich geplant hat, ist verschwunden. Ob man bereit ist oder nicht. Und irgendwann passiert das jedem von uns. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Familie zu finden. Der Zeit eins auszuwischen. Uns wieder zusammenzubringen. So wie früher. Aber jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, der vor mir liegt, wird kein leichter sein. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Traurig, aber leider wahr. Von unserer Familie ist nichts mehr übrig. Sean ist für uns für immer entglitten, ist für immer weg. Jetzt müssen wir, also unsere Figur, unsere Spielerfigur muss jetzt schon zwei Opfer betrauern. Bitte was? Es hört sich gerade an, als wenn jemand hier wäre. Sean ist weg. Wahrscheinlich schon bestattet. Hä? Greift uns gerade jemand an? Warum ist die Musik so? Das will ich jetzt nur mal kurz nachschauen. Irgendwas stimmt da gerade nicht, oder? Ist das vielleicht ein Bug? Ich habe keine Ahnung. Questbedingt, haben wir noch irgendwas? Na? So gesehen, die Schiffsbrecher lasse ich weg. Streng gesehen, wären wir's. Gut. Ich weiß, dass mit dieser dramatischen Melodie. Aber du bist der Direktor. Du musst uns anführen. Ja. Und mit diesen Worten, meine Lieben, werden wir jetzt das Let's Play beenden. Wir haben uns beide Seiten angeschaut, die Bruderschaft sowie auch das Institut. Beim Institut möchte ich auch persönlich gerne bleiben. Darum habe ich das zum Schluss gewählt. Ja, weil ich ganz einfach, ja, weil ich die Arbeit unseres Sohnes, meines Sohnes hier gerne fortsetzen möchte und das Ganze hier vielleicht auch fürs Commonwealth durchaus fruchten kann. Na gut, ihr Lieben, in diesem Sinne bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs immer wieder dabei sein, für eure Tipps, für eure Tricks, fürs Zuschauen. Ja, fürs Miterleiden und Erdulden meiner Fails. Fürs Miterleben dieser Geschichte. Und ja, wie gesagt, alle Feinheiten, die dieses Spiel hier noch zu bieten hat, überlasse ich euren fähigen Händen, eurer Leidenschaft zu diesem Spiel. Und ich freue mich schon auf das nächste Projekt, das auf uns warten tut. Und bedanke mich abermals nochmals fürs dabei sein, für eure Treue, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören und sehen uns vielleicht beim nächsten Projekt. In diesem Sinne, tschüssi! Und danke nochmal!